Составь прекрасный план, умом своим блесни. Составь другой, а толку-то ни-ни. Die Londoner Unterwelt in den 20er Jahren, wie Bertolt Brecht sie in seiner Drei-Groschen-Oper gezeigt hat. Auf einer Moskauer Bühne erwacht sie zu neuem Leben. Während dieses Gangsterdrama anderenorts eine Geschichte aus ferner Vergangenheit darstellt, spiegelt es in Moskau die jüngsten Ereignisse. Wir alle kennen die Bilder dieses Mannes. Vor den Kameras der Weltöffentlichkeit versucht er zu demonstrieren, dass er guten Mutes ist. Sein Name Michail Chodorkowski. Bis vor kurzem hatte er die Kontrolle über Russlands größten Mineralölkonzern, Yukos. Er wurde angeklagt, den Staat um Milliarden betrogen zu haben. Einst war er einer der reichsten Männer der Welt, jetzt ist er ein Geächteter. Chodorkowskis Schicksal ist beispielhaft für das der russischen Oligarchen. Für ihren kometenhaften Aufstieg, aber auch für ihren Fall. Im Heimatland der ersten sozialistischen Revolution waren alle gleich. So lautete jedenfalls das Credo. Doch als diese historische Epoche zu Ende ging, wurde eine Handvoll Auserwählter reich. Sagenhaft reich. Wie sind diese Leute Milliardäre geworden? Haben sie rund um die Uhr gearbeitet? Eine Frage würde ich diesen Oligarchen gern stellen. Was haben sie sich dabei gedacht, den Staat um 25 Milliarden Rubel zu betrügen? Ich habe 45 Jahre als Fahrer gearbeitet und bekomme 1700 Rubel Rente. Darum hasse ich diese Leute. Sie haben uns ausgeplündert und ich muss immer noch arbeiten. Ein Oligarch ist reich und hat politischen Einfluss. Oligarchen? Was soll ich sagen? Prima Kerle. Sie verstehen zu leben. Tut mir leid, ich hab's eilig. Das ist Michail Tschernoi, einer der berühmtesten russischen Oligarchen. Zeitweise kontrollierte er 80% der russischen Aluminiumindustrie. Seit 1994 lebt er in Israel. Von hier aus führt er seine Geschäfte. Es war ein goldenes Zeitalter für Leute mit Initiative und Intelligenz. Wer rechtzeitig reagierte, hatte einen Goldesel. Wir gehörten dazu. Wladimir Gusinski, Milliardär. Seine Karriere begann als Theaterdirektor. Er gründete eine Industriekooperative, widmete sich Immobilien- und Bankgeschäften und wurde schließlich einer der russischen Medienzaren. Heute lebt er im Exil. Wenn ich zynisch wäre, könnte ich sagen, die Gesellschaft besteht aus zwei Gruppen. Eine Minderheit ist immer auf der Suche, denkt sich ständig etwas Neues aus auf allen Gebieten. Und die Mehrheit leistet einfach ordentliche Arbeit. Die Auftraggeber und die Ausführenden. Boris Berezovsky, ein ehemaliger Mathematiker. Er wurde Milliardär, indem er Geschäft und Politik geschickt verquickte. Heute lebt er in London. In seiner Heimat gilt er als Krimineller und wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Ich habe es nie bestritten. In Russland ist die profitabelste Investition eine Investition in die Politik. Ich habe nie vorgegeben, aus selbstlosen Motiven zu handeln. Wir haben uns mehrmals mit den Oligarchen getroffen. In den 90er Jahren, als sie sehr stolz auf ihre Erfolge waren und später, als sie bittere Erfahrungen machen mussten. Wir sprachen im Laufe der Jahre immer wieder mit ihnen. Dieser Film erzählt ihre Geschichte. Die Oligarchen wuchsen in einem Land auf, in dem das Wort Businessman ein Synonym für Kriminelle war. Einem Land, in dem die kommunistische Partei alles kontrollierte. Die Köpfe des Landes und die Wirtschaft. Alle Macht lag damals bei den Greisen im Kreml.
Und immer öfter fanden Begräbnisse statt. So konnte es nicht weitergehen. Dann geschah tatsächlich etwas Neues. Ein Ereignis, auf das alle gewartet hatten, die endlich ein besseres Leben wollten. Freiheit, Initiative, Geld. 1985 wurde ein Jüngerer zum Generalsekretär der KPdSU berufen, Michail Gorbatschow. Er hielt ungewöhnliche Reden und forderte, der Sozialismus müsse die freie Rede und die Kreativität seiner Bürger gestatten. Das war der Beginn der Perestroika, der Umgestaltung. Hier beginnt auch unsere Geschichte der Oligarchen. Ich wusste, dass ein normaler Sowjetbürger nur von zwei Dingen träumt: einem Auto und einer Wohnung. Also beschloss ich, einen Automarkt in Russland aufzuziehen. Berezovsky verschaffte sich Zugang zu Tausenden von Autos, die er schon verkauft hatte, bevor sie in seinem Besitz waren. Billige sowjetische Autos, die für den Export bestimmt waren, setzte er zu höheren Inlandspreisen ab, die von der russischen Regierung festgelegt wurden. Ein Im- und Exportgeschäft, das nur auf dem Papier bestand. Durch diesen magischen Trick machte er sehr viel Geld. Das war das erste Geld, das wir verdienten. Für damalige Verhältnisse war es sehr viel. Millionen Rubel. Es war ein äußerst vielversprechender Anfang. Russland hatte bis dahin unter Zwang gearbeitet und nach Dekreten gelebt. Alle Entscheidungen über die industrielle Produktion wurden in den zuständigen Ministerien gefällt. Die Fabriken konnten aber nicht länger auf Anweisungen von oben warten. Die Planwirtschaft stand vor dem Aus. Michail Tschernoi verstand als einer der Ersten, dass sich die Zeiten änderten. Als die Sowjetunion zerfiel, zerbrach auch das Geflecht der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Betrieben. Die Leute in den Fabriken waren verängstigt, apathisch und niedergeschlagen. Man konnte in eine Fabrik gehen mit einer Stange Marlboro oder einer Flasche Whisky und sich kaufen, was immer man wollte. Ein Betrieb konnte tausende Tonnen Metall ausliefern, ohne irgendeine Gegenleistung zu erhalten. Und wenn dann Geld reinkam, deckte es höchstens 10% der tatsächlichen Kosten. Die Betriebsleiter hatten Probleme, sich untereinander zu verständigen. Sie brauchten einen Vermittler, der das für sie übernahm. Tschernoi erfüllte die Aufgaben, die zuvor der Staat übernommen hatte. Er belieferte die Fabriken mit Rohstoffen, gab ihre Verarbeitung in Auftrag, holte die fertige Ware ab und verkaufte sie auf eigene Rechnung. So lange Zeit hatte in allen möglichen Bereichen Mangel geherrscht. Sobald der Staat den Leuten sagte, jetzt seid ihr dran, macht mal, wurden die Menschen aktiv. Jeder wollte kaufen und verkaufen. Das Land verwandelte sich in einen riesigen Marktplatz. In der Sowjetunion hatte es im Prinzip keine reichen Leute gegeben. Nun hatten einige wenige Glückliche auf einmal Geld in der Tasche. Reichtum wurde schick. Der Begriff der neuen Russen kam auf und das hieß Russen mit Geld. August 1991. Schon 6 Jahre lang befand sich die Sowjetunion im Umbruch.
Die Kommunisten sahen ihre Macht schwinden und probten einen Staatsstreich. Sollte dies das Ende der neuen Unternehmer, der neuen Millionäre sein? Das Ende der neuen Freiheiten? Die Moskauer reagierten schnell. Boris Jelzin, der russische Präsident, setzte sich an die Spitze der Bewegung und es gelang ihm, den Putsch niederzuschlagen. Nach dem gescheiterten Putsch hatte unwiderruflich eine neue Ära begonnen. Nun war Jelzin der Mann der Stunde und Gorbatschow Geschichte. Seine Erneuerung des Sozialismus war am Ende. 4 Monate später wurde die Sowjetunion offiziell aufgelöst. Jetzt war die Zeit reif und die jungen Unternehmer erkannten ihre Chance. Sie erwarteten von der künftigen Regierung, die Privatisierung der Wirtschaft entschlossen in Angriff zu nehmen. Einer, der unter all den Technokraten und Verfechtern der freien Marktwirtschaft sofort von sich reden machte, war Anatoli Tschubais. Der brillante Ökonom hatte im Ausland gelebt und kannte den Kapitalismus aus erster Hand. Er erhielt den Auftrag, die Wirtschaft wieder flott zu machen. Anatoli Tschubais erklärte sich bereit, mit uns zu sprechen. Wir begleiteten ihn auf einem 40-minütigen Flug. Wir stellten ihm präzise Fragen über seine historische Rolle und er beantwortete sie ebenso präzise. Jeden Tag las man dieselben Berichte. Die Fleischvorräte in der Stadt reichen noch 5 Tage, noch 10 oder noch 3. Ich erinnere mich an die Tabakunruhen. Tabakmangel ist eine furchtbare Sache. Schlimmer als Fleischknappheit. Fast so schlimm, als wenn es kein Brot gibt. Die Leute drehen völlig durch. Im Herbst und Winter 1991-92 drohte eine echte Hungersnot. Tschubais war überzeugt, dass es nur einen Weg gab, um mit dem alten System zu brechen. Man musste so schnell wie möglich, so viel wie möglich privatisieren. Jeder Russe sollte seinen virtuellen Anteil am Vermögen bekommen, das der Staat unter sowjetischer Herrschaft angehäuft hatte. Dieser Dokument bedeutet das Recht jeder Bürger Russlands на приобретение собственности по номинальной цене в 10 тысяч рублей. В июле мы их ввели, в августе... Wir haben das System der Anteilsscheine durch den obersten Sowjet gepeitscht. Am 3. September sollte der oberste Sowjet über ein Verbot der Privatisierungen abstimmen. Die ersten Scheine wurden am 1. September ausgegeben. Wir sind ihnen 2 Tage zuvor gekommen. Kein Parlamentarier konnte dagegen stimmen. Die Leute hielten die Scheine schon in den Händen. Wir haben einfach Tatsachen geschaffen. Das Staatsvermögen wurde in 148 Millionen Anteilsscheine aufgeteilt, die die Leute käuflich erwerben konnten. Und dann? Erst handelten sie die Scheine untereinander und nach ein paar Monaten verkauften sie sie weiter. Was ich mit meinen Anteilsscheinen gemacht habe? Ich habe sie meinem Vater gegeben. Er hat 10 Nickel-Aktien dafür gekauft. Sind Sie dadurch reich geworden? Nicht wirklich. Ich glaube, es waren $10. Meine habe ich weiterverkauft. Auf der Straße standen ein paar Leute mit einem Schild: Kaufe Anteilsscheine. Manche haben das Klo damit tapeziert, als es keine Tapeten gab. Die Leute wussten nicht, was sie mit ihren Scheinen anfangen sollten. Es wurde ein Mechanismus gebraucht, um die Anteile zu bündeln, Betriebe zu übernehmen und Profite zu machen. Mit Unterstützung der Regierung wurden überall im Land Fonds gegründet, die ehemalige Staatsbetriebe aufkauften.
Allerdings produzierten die Betriebe nur noch wenige Güter und erwirtschafteten kaum Profite. Die Anteilsscheine waren plötzlich wertlos. Was haben Sie mit Ihren Scheinen gemacht? Ich hatte sie in ein Moskauer Immobilienunternehmen investiert. Doch ich habe nichts rausbekommen, keinerlei Dividende. Das war's. Weg waren sie. Über 40 Millionen Anteilsscheine wurden zusammengetragen und fast alle Fonds erklärten ihren Bankrott. Bei einigen war es ein echter Bankrott, bei anderen ein betrügerischer. Doch das hat die Lage der Investoren nicht verbessert. Heute gibt es 40 Millionen Menschen, die mich hassen, und das aus gutem Grund. Was geschah, als das ganze System im Chaos versank? Was taten die Investoren und die Geschäftsleute? Die Reformer in der Regierung waren entschlossen, die alte Ordnung abzuschaffen. Doch wie sollten sie das bewerkstelligen? Wer konnte ihnen helfen? Sie agierten anfangs wie eine Interimsregierung und rechneten damit, nur wenige Monate an der Macht zu bleiben. Sie versuchten, möglichst viel zu erreichen. Aber sie hatten keine politische Partei, keine soziale Basis. Wie kamen sie auf die Oligarchen? Sie hielten nach jedem Ausschau, der sie unterstützen würde. Nach jedem. Die Privatisierung stand ganz oben auf der Tagesordnung. Hart ausgedrückt könnte man sagen, dass sie den Besitz des Staates so schnell wie möglich loswerden wollten. Egal wie. Die neuen Kapitalisten hatten nicht die Mittel, nicht das Geld, einen richtigen Preis zu zahlen. Die Regierung brauchte Unternehmer, und hier waren Leute, die bereit waren, in die Entwicklung von Betrieben zu investieren, die in ganz Russland zu verkaufen waren. Gewaltige Fabriken, die Millionen Menschen Arbeit gaben, standen am Rande der Schließung. Die Oligarchen waren bereit. Sie konnten dort ihr während der Perestroika angehäuftes Kapital, meist in Rubel, investieren. Mich erreichte ein Hilferuf vom zuständigen Minister. Er sagte mir ganz offen: Michael, wir brauchen Ihre Unterstützung, um Teile der Metallindustrie zu restaurieren. Wir sind selbst erhebliche Risiken eingegangen, haben viel Geld investiert, die Finanzierung durch westliche Banken abgesichert. Und wir wurden nicht enttäuscht. Es ging alles sehr schnell. Wir brauchten keine Aufsichtsräte. In 3-4 Monaten kauften wir die Aktienmehrheit an den Aluminiumfabriken von Bratsk, Sajansk und Novokuznetsk. Wenn all diese Fabriken auf eine Privatisierung in ferner Zukunft gewartet hätten, wären viele zu einem Schrotthaufen zerfallen. Dann hätte es nichts mehr zu privatisieren gegeben. Wir wussten, dass jede verkaufte Fabrik ein weiterer Sargnagel für den Kommunismus war. Es spielte keine Rolle, ob sie teuer verkauft oder verschenkt wurde. Es zählte nur, dass jeder private Unternehmer in Russland eine unwiderrufliche Tatsache schaffte. Die Methode war einfach. Die Russen wussten nicht, was sie mit ihren Anteilsscheinen anfangen sollten und wollten sie loswerden. Michail Tschernoi kaufte sie auf und verwendete sie, um Aktien an diesen Betrieben zu erwerben und deren Eigentümer zu werden. Es stimmte. Ein Anteilsschein war wertlos. Doch Tschernoi kaufte Hunderttausende. Und sie machten ihn zum Besitzer des weltgrößten Aluminiumkonzerns. Unsere Strategie fing damit an, dass wir innerhalb von 3 oder 4 Monaten die Aktien kauften. Entweder in Geldauktionen oder mit Anteilsscheinen. Was ich bekommen habe, es sollte eine Dividende geben. Im ersten Jahr habe ich 3 Rubel pro Anteil bekommen und dann gar nichts mehr.
Die Tschernoi-Brüder haben alles gekauft. Keine Ahnung, wer das ist. Es waren die Tschernoi-Brüder, aber ich kenne sie nicht. Es war eine wirre Zeit. Viele Menschen rutschten ins Elend ab. Doch der Traum vom großen Geld wurde weitergeträumt. Der bekannteste Held der Fernsehwerbung erklärte dem Publikum, wie einfach es sei, heute 100 Rubel zu investieren, um morgen mehrere tausend Rubel Dividende zu kassieren. Es war eine Zeit voller Hoffnung und Verzweiflung. Eine gute Zeit für zwielichtige Geschäftemacher. Berezovsky erahnte die Wünsche der Menschen. Er gründete eine Kapitalgesellschaft, mit der erste russische Volkswagen gebaut werden sollten. Kauft Aktien, dann habt ihr die Chance, einen Wagen zu bekommen. Ein Traum wird wahr. Tatsächlich kamen 50 Millionen Dollar zusammen. Doch das Werk wurde nie gebaut. Ich habe zu Chubais gesagt, Sie bereiten den Boden für eine Revolution. Er meinte, Sie sind zu empfindlich, vergessen Sie die Leute. Selbst wenn 30 Millionen sterben, andere werden geboren. Das bedeutet nur, dass Sie Ihren Platz auf dem Markt nicht gefunden haben. Hatte Chubais das wirklich gesagt? Er wollte um jeden Preis verhindern, dass die Kommunisten wieder an die Macht kamen. In kurzer Zeit vollzogen sich einschneidende Veränderungen. Das Privatisierungsprogramm kam voran, doch viele Menschen verloren ihre Arbeit und ihre Ersparnisse. Während die alte Ordnung zerfiel, widersetzte sich die kommunistische Parlamentsmehrheit allen Reformen. Parlamentarische Debatten endeten oft in wilden Tumulten. Чубайс wurde zur Zielscheibe aller Reformgegner. Знаете, вот на моей памяти заявление о том, что Чубайс уходит в отставку, ушел в отставку, заявил о том, что уходит в отставку. Они, ну так примерно с интервалом раз в 2-3 дня появляются постоянно, а последние несколько месяцев, ну просто, по-моему, уже через день. Вот моим коллегам, моему пресс-секретарю значительную часть времени приходится уделять тому, что отвечать на вопрос о том, ушел Чубайс в отставку. Нет, не ушел. А завтра уйдет? Нет, не уйдет. Schließlich entschied Jelzin, sich von Chubais zu trennen, um damit die Opposition zu beschwichtigen. Doch die Kommunisten leisteten weiter Widerstand, bis Jelzin beschloss, das Parlament in die Knie zu zwingen. Im Herbst 1993 ordnete er in bewährter autoritärer Tradition einen Panzerangriff gegen das Parlamentsgebäude an. 150 Menschen kamen ums Leben. Anschließend wurde die Verfassung seinen Wünschen entsprechend geändert. Für die Oligarchen stand nun fest, dass sie so nah wie möglich an Boris Jelzin herankommen mussten, denn die Macht lag jetzt in seinen Händen. Jelzins Macht wuchs, doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Zu viel Alkohol, wie es hieß. Der Mann im Hintergrund hielt sich stets in seiner Nähe auf und hatte ein wachsames Auge auf ihn. Es war Korschakow. Alexander Korschakow war Chef der präsidialen Leibwache. Das verschaffte ihm das Privileg, in ständigem Kontakt mit dem Präsidenten zu sein. Korschakow действительно
Korschakow hatte wirklich großen Einfluss auf Präsident Jelzin. Er wusste, in welchem Moment er ein bestimmtes Thema anschneiden musste, um die Zustimmung des Präsidenten zu erlangen. Im Grunde diente Korschakow Jelzin auf eine Weise, die dessen Handlungsspielraum auf ein Minimum begrenzte. Irgendjemand musste ja die Situation unter Kontrolle behalten. Und das war ich. Jelzin arbeitete 2 Stunden am Tag. Er kam um 9 Uhr ins Büro und gegen 11 Uhr lud er mich zum Mittagessen ein. Das zog sich dann über eine kleine Zwischenmahlzeit bis zum Abendessen hin. Der Kontakt zu Jelzin konnte nur über Korschakow hergestellt werden. Ein sehr geeigneter Ort, sich dem Präsidenten zu nähern, war sein Tennisclub. Jelzins Tennisleidenschaft prägte den Lebensstil des ganzen Kreml. Der beste Weg für einen Oligarchen ins B führte über eine Mitgliedschaft in diesem Club. Ich wurde tatsächlich erst dann dem Präsidenten vorgestellt und in seinen inneren Kreis eingeführt, als ich dem Tennisclub beigetreten war. Dort traf ich dann Korschakow und die übrigen Leute, die dem Präsidenten nahestanden. Anfangs nahmen wir ihn nicht ernst, doch er erwies sich als fixer Junge, der jeden einwickeln konnte. Damals kannte Jelzin Beresowski nur, weil dieser immer wieder durch die Medien trompetete, er hätte Jelzins Memoiren finanziert. Beresowski hat das bis zum Äußersten ausgenutzt und darüber hinaus. Er kam regelmäßig in den Club, um seine geschäftlichen Angelegenheiten zu verfolgen und seine politischen Ansichten durchzuboxen. Das Ausmaß der Korruption in Russland entsprach dem Ausmaß des Umbruchs. Ein Beamter konnte mit seiner Unterschrift bestimmen, was wem gehörte. Hier konnten sich neureiche Geschäftsmänner wie Beresowski zwischen 2 Sätzen Russlands Schätze einverleiben. Boris Beresowski wurde Sibneft anvertraut, die drittgrößte russische Ölgesellschaft, für lächerliche 100 Millionen Dollar. Dafür bekam er die Besitzrechte an einem Unternehmen, das heute auf 15 bis 20 Milliarden Dollar geschätzt wird. Wir hatten keine 100 Millionen Dollar. Wir hatten mehr als die Hälfte der geforderten Summe, aber nicht alles. Also reiste ich in den Westen und traf mich mit George Soros in den USA und mit vielen Geschäftsleuten in Europa und Japan. Ich hatte nur ein Ziel, Kredite oder Partnerschaften. Und alle, ohne Ausnahme, gaben mir dieselbe Antwort. Wir können Ihnen keinen einzigen Dollar geben. Die Risiken eines Investments in Russland waren damals so hoch, dass niemand dieses Wagnis eingehen wollte. Wenn man 100 Leute auswählt und ihnen die Kontrolle über die Wirtschaft überträgt, führt das noch nicht dazu, dass eine Klasse von Unternehmen entsteht. Es führt höchstens dazu, dass sich ein Clan bildet. Die Banken wurden zum Rückgrat der neuen Clanwirtschaft. Die Oligarchen hatten sich die Industrie einverleibt. Jetzt wendeten sie sich dem Finanzsektor zu. Die Oligarchen unterstützten den Staat mit Krediten. Und im Gegenzug überließ der Staat ihnen die attraktivsten Industrieanlagen. Von Anfang an war jedem klar, dass der Staat seine Aktien nicht zurückkaufen würde. Ebenso klar war, dass die Kreditsumme in keinem Verhältnis zu den eingesetzten Anteilen stand. Jetzt hielten die Oligarchen mit ihrem Geld einen Staat am Leben, der keine Barreserven mehr hatte. Die Banken wurden so reich, dass ihre Eigentümer sie in Paläste verwandelten. Wenn ein normaler Mensch diese ägyptische Halle betritt, kriegt er einen Schock und denkt, ich bin nicht in einer Bank, ich bin hier im Museum. Musik.
Wie konnten die Oligarchen ihre Macht erobern, vergrößern und behalten? Sie brauchten Einfluss. Und den verschafften ihnen die Medien. Als ehemaliger Theaterdirektor verstand Wladimir Gosinski etwas von Kommunikation. Als Banker verfügte er über das nötige Kapital. Er war es, der den ersten kommerziellen Fernsehsender in Russland gründete. NTV. Je mehr Zuschauer, desto höher die Werbeeinnahmen. Ein vielversprechendes Geschäft. Für mich ist es ein normales Geschäft. Es geht um Dinge, die die Leute interessieren. Aspirin ist dazu da, um den Leuten zu helfen. Und das Fernsehen? Um gesehen zu werden. Man druckt Sachen, die die Leute interessieren. Wenn jemand zu mir sagt, Sie sind Direktor eines Fernsehsenders, sage ich, nein. Ich betrachte NTV nicht aus der Perspektive des Eigentümers, sondern aus der des Zuschauers. NTV muss interessant sein, darum geht es. Boris Berezovsky bewegte sich an der Schwelle zwischen Geschäft und Politik. Er zeigte sich bei gesellschaftlichen Ereignissen. Doch hinter den Kulissen bereitete er einen großen Coup vor. Er wollte Gosinski das Feld der öffentlichen Meinung nicht kampflos überlassen. Der beste Gegenangriff, so fand Berezovsky, wäre es, das staatliche Fernsehen zu privatisieren. So könnte er selbst größeren Einfluss ausüben. Das Beispiel Gosinskis war ansteckend. Durch gute Bekannte kam ich zu der Erkenntnis, dass es notwendig sei, das staatliche Fernsehen zu privatisieren. Dazu brauchte ich das Einverständnis und die Rückendeckung von Korschakow. Natürlich war seine erste Reaktion, das sei unmöglich. Er verglich diese Idee sogar mit der Privatisierung des Roten Platzes. Ende 1994 fiel der staatliche Fernsehsender für ein paar Millionen Dollar in die Hände des ehemaligen Mathematikers. Der Fernsehturm war ein Symbol Russlands, fast ebenso berühmt wie der Kreml. Von Anfang an habe ich die Medien nicht als Geschäft betrachtet. Ich sah sie als mächtiges Werkzeug in den bevorstehenden politischen Auseinandersetzungen. Ich habe meinen Weg im Feld zwischen Geschäft und Politik gesucht. Mir war klar, dass ab Ende des Jahres 1994 die gewinnbringendsten Investitionen in der Politik zu machen waren. Im Dezember 1994 begann der Tschetschenienkrieg. NTV, damals der einzige private Fernsehsender, berichtete aus dem Kriegsgebiet. Die Journalisten verschwiegen die Fakten nicht. Geschah das im Dienste der Wahrheit oder um den Zuschauern etwas Neues zu bieten? Die staatlichen Autoritäten waren so etwas jedenfalls nicht gewohnt und reagierten mit Bestürzung. Da entstand ein Konflikt. Wir waren die Hauptaktionäre des führenden Medienunternehmens, des einzigen, das zu diesem Zeitpunkt wirklich unabhängig vom Staat war. Doch wir durften die Wahrheit über Tschetschenien nicht berichten, durften nicht zeigen, wie ehrenhafte Generäle ihren Dienst quittierten. Das war noch vor dem Krieg. Das war die reinste Provokation. Тогда можно было еще с ними завершить. Но подняли шум, что видите ли, бандиты мучаются, когда его ранят. Einmal sagte der Chef des russischen Sicherheitsdienstes bei einem Treffen mit einem NTV-Mitarbeiter, warum könnt ihr euch nicht ein, zwei Wochen aus Tschetschenien raushalten und uns unsere Arbeit machen lassen? Wir sagten, wir sollen schweigen, wenn dort Menschen sterben? Wir hatten zwei Möglichkeiten. Wir konnten stramm stehen und behaupten, es sei nichts faul im Staate Dänemark. Oder wir konnten hart bleiben. Dann entschied sich die Staatsmacht, uns mit brutaler Gewalt zu zeigen, wer hier die Macht hat. Jelzin sagte, wer ist dieser Gosinski, dieser Aufrührer? Ich sagte, heutzutage gibt es solche Leute in unserem Land. Er ist der Chef von NTV. Er kann so viel Krach schlagen, dass er ihnen schadet. Blödsinn, sagte Jelzin. Wer hätte das noch nicht versucht?
Ich habe vor niemandem Angst. Kannst du ihn nicht loswerden? Kein Problem, sagte ich. Ein Wort genügt. Und so geschah es. Mein Hobby ist die Gänsejagd, pflegte Korschakow zu sagen, und jeder wusste, was damit gemeint war. Von seinen Freunden wurde Gosinski mit dem Spitznamen Gus gerufen, auf Deutsch Gans. Korschakow organisierte die Operation Gesicht im Schnee. Im Dezember 1994 wurde Gosinskis Wagenkolonne von Bewaffneten mit Skimasken gestoppt. Leibwächter und Mitarbeiter mussten sich mit dem Gesicht im Schnee auf den Boden legen und stundenlang so ausharren. Was soll man von solchen minder bemittelten Leuten erwarten? Sie werden immer die alten Methoden anwenden. Sonst müssten sie sich ja etwas einfallen lassen. 20 Tage später habe ich das Land verlassen und als eine Art Blitzableiter fungiert, um meine Leute nicht in Gefahr zu bringen. So waren die Zeiten. Wladimir Gosinski hatte genügend Macht, um zu stören, aber nicht genug, um sich zu schützen. Er verließ Russland für eine Weile. Es waren gefährliche Zeiten. Damals wurden Vermögen angehäuft, die Gier, Hass und extreme Gewalt auf den Plan riefen. Jeden Tag konnten bewaffnete Männer, legal oder illegal, in ein Gebäude eindringen. Inoffizielle Brigaden lieferten sich oft blutige Gefechte mit der Polizei. Vielleicht waren sie von der Regierung angeheuert, von Konkurrenten oder von der Mafia. Oder von allen zugleich. Es stimmt, dass in Russland heute viel Kriminalität herrscht. Es gibt dafür eine Reihe von Gründen. Vor allem die Umverteilung des Besitzes. Ein Vorgang, der in Russland beispiellos ist. 1991 waren fast 100% aller Vermögenswerte Staatseigentum. Heute gehören 75% nicht mehr dem Staat, sondern sind in Privatbesitz. Während die neuen Milliardäre die Reichtümer des Landes an sich rissen, wuchs unter den einfachen Leuten Bitterkeit und Wut. Meine Rente ist zu niedrig. Was soll ich essen? Ich möchte sehen, wie Jelzins Frau von 320 Rubel leben würde. Die lügt doch, wenn sie sagt, sie kauft im Laden Frikadellen und füttert Herrn Jelzin damit. Jelzins erneute Präsidentschaftskandidatur eröffnete keine neuen Perspektiven. Doch am meisten Sorgen bereitete den Oligarchen die Sehnsucht vieler Menschen nach den guten alten Zeiten, nach Gleichheit und sozialistischer Größe. Zahlreiche Enttäuschte wendeten sich der Kommunistischen Partei und ihrem Führer Sjuganow zu. Сегодня официальная печать пишет, что страна стала вдвое меньше, производство резко сократилось, в 4 раза ухудшилась жизнь среднего человека в России. Если в целом посмотреть, сегодня Кремль, который олицетворял всегда державную волю, олицетворял наиболее талантливых людей... Würde eine Rückkehr in die Vergangenheit die Härten der Gegenwart lindern können? Bot die kommunistische Reaktion eine Alternative zur kapitalistischen Revolution? Die Oligarchen waren alarmiert. Der Kampf zwischen der neuen russischen Führung und den Kommunisten erreichte Anfang 1996 einen neuen Höhepunkt. Schauplatz war das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Hier tauchte plötzlich Sjuganow auf und die Wirtschaftsbosse der westlichen Industrienationen schenkten ihm Gehör. Er wurde gefragt, würden Sie uns denn erlauben, unsere Investitionen fortzusetzen? Würden Sie unsere Rechte schützen? Und Sjuganow antwortete, ich habe meine Position bezüglich möglicher Reformen erläutert, sowie bezüglich der Methoden, Russland aus der Krise zu führen. Dazu gehört eine Atmosphäre, die es möglich macht, Kapital ins Land zu bringen.
Das Problem war nicht Zyuganow persönlich. Sein Verhalten war erklärlich, er wollte einfach gemocht werden. Das Problem war das Verhalten von Dutzenden meiner geschätzten, naja, Kameraden, der Industriekapitäne der westlichen Welt. Das waren eigentlich vorsichtige, besonnene Leute, die sich in ihren Versuchen überboten, Zyuganow in den Hintern zu kriechen. Leute, die sich so offensichtlich bei ihm einschmeichelten, dass es wahrhaft widerlich zu beobachten war. Chubais, der gescheiterte Held der Privatisierung, erkannte sofort, welche Anziehungskraft Zyuganow ausübte. Er erinnerte seine Gesprächspartner mit Nachdruck daran, dass Zyuganow ein hartgesottener Kommunist war und der Westen nicht hoffen durfte, einen Dialog mit ihm führen zu können. Alle Figuren des Dramas waren hier vor laufenden Kameras versammelt. Jelzins Widersacher Zyuganow und seine Unterstützer, die Oligarchen. Ich saß da, es lag Elektrizität in der Luft. Die Gesichter änderten sich. Kusinski, der neben mir saß, sagt über Chubais: Ich mag ihn nicht, doch er ist ein ganzer Kerl. Berezovsky saß ein bisschen weiter weg und sagte: Sieht so aus, als wüsste Chubais als einziger, wie man gegen die Kommunisten kämpft. Und dann standen Berezovsky und Kusinski, die eine tiefe persönliche Abneigung verband, nach der Pressekonferenz plötzlich zusammen und trafen irgendeine Abmachung. Ich näherte mich Kusinski, mit dem ich in hartem Wettbewerb stand, und sagte zu ihm: Wenn wir weiter getrennt marschieren und uns gegenseitig bekämpfen, werden wir beide alles verlieren. Ich verliere nicht gern. Es ärgert mich sehr, vor allem, wenn ich 8 oder 9 Jahre meines Lebens investiert habe mit dem Ziel, mir etwas Eigenes zu schaffen. Verstehen Sie? Ich dachte mir, wer könnte all diese Oligarchen zusammenbringen? Und ich kam auf Anatoli Chubais, der damals gerade ohne Beschäftigung war. Es stimmt, sie haben mich angerufen. Ich sollte Jelzins Wahlkampf managen. Mit der schlecht organisierten offiziellen Kampagne, die zur gleichen Zeit lief, hatte ich nichts zu tun. Daran waren andere Leute beteiligt. So hat sich das Ganze dann entwickelt. Und so bündelten 7 der einflussreichsten Vertreter der russischen Wirtschaft ihre Kräfte, um Jelzins Wiederwahl zu betreiben. Ihre Allianz erhielt später den Spitznamen die 7 Banker. Einer dieser Geschäftsleute, ich werde seinen Namen nicht nennen, sagte zu Jelzin: Im Moment liegen Sie bei 4% und Ihre Chancen auf Wiederwahl sind gleich null. Wenn wir uns mit unseren Ressourcen an Ihrem Wahlkampf beteiligen sollen, berufen Sie Chubais. Ihm vertrauen wir. Jelzin erklärte sich zu einem ersten offiziellen Treffen mit den Führern der russischen Wirtschaft bereit. Zum ersten Mal hörte man in der Öffentlichkeit den Begriff Oligarchen. Was Berezovsky nicht sagte: Von diesem Moment an übernahmen die Oligarchen die Kontrolle über Jelzins Kampagne. Die Oligarchen und der Präsident waren durch wechselseitige Abmachungen aneinander gebunden. Sie würden ihn auf den Thron heben. Dafür wäre er ihnen Unterstützung schuldig. Mir gefiel, was Jelzin und sein Team junger Reformer taten. Mir gefiel, was sie sagten. Und mir gefiel ihre Denkweise. Ich überzeugte meine Partner und meinen Bruder, sich auch daran zu beteiligen. Es gab Propagandaumzüge. Das kostete viel Geld. Wir heuerten Sportler und Künstler an.
Zu Beginn der Kampagne hatten zwei andere Kandidaten weitaus bessere Umfrageergebnisse als Jelzin. Der Nationalist Schirinowski und der Kommunist Tschuganow. Doch sie hatten nicht den gleichen Zugang zu den Medien. Zusammen mit Govorushin, einem bekannten Kinoregisseur, und einem Parteifreund ging ich zum staatlichen Fernsehen. Das Gesetz erlaubte uns 15 Minuten Sendezeit, doch sie wollten uns nicht. Wir versuchten es bei einem Privatsender, wir bezahlten sogar dafür, doch der wurde sofort abgeschaltet. Nach einiger Zeit zeigte die Kampagne die erhofften Effekte. За вас. Объясню почему. Спасибо. Потому что хоть вы и делали ошибки, но вы думаете о благе России. Только. Потратил много денег. Ich habe viel Geld für Jelzins Kampagne ausgegeben und ihn über das Fernsehen unterstützt. Das hat entscheidend zu seinem Sieg beigetragen. Wir konnten die Ereignisse nicht mit Abstand betrachten, wie ein BBC-Korrespondent, der über Bürgerkriege in Ruanda oder im Tschad berichtet. Wir waren beteiligt. Wir als Journalisten haben in die politische Auseinandersetzung eingegriffen. Den Journalisten wurde vorgeworfen, parteiisch zu sein. Es hieß, die Medien würden auf Anweisung handeln. Zu diesen Anschuldigungen kann ich nur sagen, ja, das stimmt. Es gab Anweisungen, doch alles fand im Rahmen eines demokratischen Prozesses statt. Der Präsident wurde moralisch und materiell unterstützt. Ja, beides im Rahmen der Gesetze. Boris Jelzin gefiel die Kampagne. Dank der Oligarchen schwang er mehr und mehr im Rhythmus mit seinen Wählern. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen im Juni 1996 standen Jelzins Chancen gut. Die Oligarchen hatten ihren Auftrag erfüllt. Jelzin wurde dazu gedrängt, sich von einigen seiner alten Mitstreiter zu trennen. Solange wie es irgend ging, hielt er an Korschakow fest, bis er sich endlich dazu entschloss, ihn und andere führende Sicherheitsleute zu feuern. Цели. Усиление, как я вам говорил, обновление команды. Вот. Освобождается первый зам председателя правительства Сосковец, начальник ФСБ Барсуков, начальник службы безопасности президента Коржаков. Am Vorabend der Präsidentschaftswahlen wurden die Chefs aller Sicherheitsdienste entlassen. Es war, als würde der Präsident sagen, Bürger Russlands, wenn ihr mich wählt, werde ich euer Präsident sein. Doch wenn ihr stattdessen die Roten wählt, werdet ihr erleben, dass jede Nation ihre Herrschenden verdient. Er nahm sich selbst die Möglichkeit, mit Gewalt im Amt zu bleiben. Das war eine grandiose Geste, würdig in die Geschichte einzugehen. Dafür bewundere ich Jelzin. Das russische Volk hatte die Wahl. Der Ausgang war fast sicher. Ich erinnere mich sehr gut an jenen Tag. Es war der Morgen des 3. Juli 1996.
Aus dem Osten Russlands kamen schon Hinweise auf Jelzins Sieg. Die Resultate, die wir aus dem Dalen Vostok bekommen haben, haben eindeutig bestätigt, dass Jelzin gewinnt. Ich trank in diesem Zeit Cognac. Ich trank einen Cognac. Ich habe unterschiedliche Phasen im Leben. Heute trinke ich Rotwein. Wir tranken aus Cognac-Schwenkern. Ich halte nicht viel von Mystik, obwohl mein eigenes Leben durchaus etwas Märchenhaftes hat. Wir stießen an, tranken. Ich stellte mein Glas zurück auf den Tisch und sah, dass der Kelch in winzige Splitter zersprungen war. Nur der Stiel war noch übrig. Jomaschew sagte, wir werden gewinnen, aber wir werden die nächsten 4 Jahre Blut spucken. Diese Vorhersage war bemerkenswert korrekt. Die Wahlnacht war der glorreiche Moment, auf den die Oligarchen hingearbeitet hatten. Wie in jeder Demokratie fanden sich die Spitzen der Gesellschaft ein, um dem Gewinner zu gratulieren. Militärs, kirchliche Würdenträger, Wirtschaftsbosse. Jelzin hatte gesiegt. Doch es war weniger sein Triumph als vielmehr der der Oligarchen. Alle waren gekommen. Gusinski, Abramowitsch, der spätere Besitzer des Londoner Fußballclubs Chelsea, Berezovsky. Unmittelbar nach den Wahlpartys wurde Jelzin ins Krankenhaus eingeliefert, wo er einen großen Teil seiner neuen Amtszeit verbrachte. Den Oligarchen blieb es überlassen, sich um die Geschicke des Landes zu kümmern. Eine Aufgabe, die sie auf ihre Art und in ihrem Sinne erledigten. Sogleich entsandten sie einen der ihren in die Regierung. Wladimir Potanin wurde Wirtschafts- und stellvertretender Premierminister. Wir wussten, dass Potanin viel Erfahrung in der Geschäftswelt hatte und sagten, Wladimir, du kannst das, du hast die Energie. Und wenn sie sich nicht selbst zu Regierungsmitgliedern ernannten, versuchten die Oligarchen nach Kräften, diese zu beeinflussen. Ich persönlich bekam die Macht der sogenannten Oligarchen zu spüren. Und 1996, als ich stellvertretender Premierminister und Finanzminister war, bekam ich einen Anruf. Jeder hat so seine Schrullen. Ich nenne nie irgendwelche Namen. Sie luden mich ein und brachten ihre Meinung zum Ausdruck. Es waren 8 oder 9 Personen anwesend. Das Treffen fand in einer großen Bank statt. Einer der Männer sagte ganz offen zu mir, wir haben Jelzin die Macht gekauft. Dieses Land gehört uns und Sie werden tun, was wir Ihnen sagen. Ich fragte, was wollen Sie von mir? Sie präsentierten mir eine Liste mit Forderungen. Unter anderem sollten sämtliche Entscheidungen mit Ihnen abgesprochen und die Posten im Ministerium nur mit ihrer Zustimmung besetzt werden. Ich fragte, und wenn ich mich weigere, dann sind Sie die längste Zeit Minister gewesen. Die Oligarchen neigten dazu, allein den Interessen ihres kleinen Clubs zu dienen, was das Leben für Außenstehende oft schwierig machte, selbst für Wirtschaftsbosse. Wir gaben ein Gebot für die Norilsk-Nickelfabrik ab, etwa doppelt so hoch wie das unserer Konkurrenten.
Leider wurde anders entschieden. Unser Gebot wurde disqualifiziert und ein anderes Unternehmen bekam den Zuschlag. Wir erlebten, dass die Banken Insiderhandel betrieben und jeder sein Stück abbekam. Sicher gab es Konventionen, die sich über viele Jahre entwickelt hatten. Danach verschafften sich die Leute, die die größten Risiken eingingen, die größten Vorteile bei der Privatisierung bestimmter ökonomischer Sektoren. Das ist falsch, gut. Aber so war der Deal. Ich sagte zu ihm, eins verstehe ich nicht. Warum stehen wir nicht mehr auf der Liste derjenigen, denen ihr etwas zukommen lassen müsste? Inwiefern stören wir euch? Ihr hättet uns ein Stück vom Kuchen überlassen können. Ihr dürft nicht alles unter euch aufteilen. Der russische Kuchen ist riesig. Er wird auch nicht zu klein, wenn man ihn in 8 Teile aufteilt. Auf seinem Weg zu noch mehr Einfluss gelang Beresowski ein großer Schritt nach vorne, als er stellvertretender Leiter der präsidialen Leibwache des Kreml wurde. Nun war er dem Präsidenten so nah, wie man ihm nur sein konnte. Für Beresowski war das eine große Zeit. Seine Interessen und jene des Staates waren nun eins. Er gehörte zur sogenannten Familie, zur nächsten Umgebung des Präsidenten. Ich habe bereits vorgeschlagen, den Begriff Familie offen zu verwenden, ohne die Anführungszeichen und mit großem F. Die Familie des größten russischen Reformers und Liberalen, des Präsidenten Jelzin. Beresowski hatte während der Privatisierung viele Unternehmen zugesprochen bekommen. Zum Beispiel ORT-TV, Sibneft, Aeroflot und Logowatz. Er verließ seine vielversprechenden Geschäfte und trat als untergeordneter Sekretär in den Dienst des Sicherheitsdienstes. Wieso? Dafür gab es 2 Gründe. Er wollte die Folgen der früheren blutigen Geschäfte tilgen und günstige Bedingungen für neue Unternehmungen am Horizont schaffen, zum Beispiel für Ölpipelines, die gewaltige Investitionen erfordern. General Lebed, der 2002 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, warf Beresowski vor, eigene geschäftliche Belange mit Regierungsangelegenheiten zu vermischen. Lebeds Waffenstillstandsverhandlungen in Tschetschenien störten das Geschäft. Als ich die Übereinkunft wegen der Konflikte in Tschetschenien schloss, kam Beresowski im Zorn herein und warf mir vor, ich würde Russland verraten und die Separatisten unterstützen. Er versuchte mir Angst einzujagen. Er schrie, was haben Sie da gemacht? Sie haben ein gutes Geschäft ruiniert. Natürlich wird dort geschossen und gemordet. Das war schon immer so. Aber es war ein blühendes Geschäft. Jetzt, wo die Geschäftswelt für die Regierung verantwortlich war, eröffnete Chubais, der Mann, den die Oligarchen zu ihrem Repräsentanten auserkoren hatten, eine neue Phase. Im wohlverstandenen Eigeninteresse der neuen herrschenden Klasse wollte er die Privatisierung ein wenig fairer organisieren. Sfias Invest, eine große Telefongesellschaft, stand zur Disposition. Wer würde sie bekommen? Ich erzählte Gusinski gleich zu Beginn davon. Es ist gut, dass Sie daran arbeiten, sagte ich, aber es wird eine Ausschreibung geben, und zwar eine echte. Bieten Sie einen Rubel mehr und Sie bekommen den Zuschlag, einer zu wenig und Sie verlieren. Er sagte, keine Sorge, ich mache das Rennen. An dem Morgen war Chubais offenbar mit guter Laune aufgewacht und hatte beschlossen, dass die russische Geschäftswelt ab jetzt nach neuen Regeln arbeiten sollte. Die alten mögen windig gewesen sein, oft auch unfair, doch sie waren etabliert.
Ich war in Frankreich in Urlaub für eine Woche und sie kamen, um mit mir zu reden. Berezovsky, Kosinski und noch eine Person. Sie brachten eine einfache Botschaft mit. Wenn du stur bist und dich nicht überreden lässt, was soll's? Wir haben eine Übereinkunft mit Potanin geschlossen. Wir überlassen ihm Svyaz Invest. Aber was das nächste große Ding betrifft, werden wir jetzt einen Deal machen, damit wir es bekommen. Damals wurde Gosinski in einer Sendung nach dieser Unterredung gefragt. Я могу отвечать только за себя. Вопрос ведь на самом деле касался не конкретного конкурса, а касался вообще принципиально правил игры. Правил игры на рынке. После этого была довольно... Es gab eine hitzige Diskussion, die von Berezovsky mit folgenden Worten beendet wurde. Genosse, Sie sind ein kluger Mann und wissen, dass wir Sie vernichten können. Ich sagte, viel Glück, und brachte sie zurück zu ihrer Yacht. Aus Chubais dem Freund war Chubais der Feind geworden. Genauso wie die Medien im Wahlkampf dazu herhalten mussten, den Einfluss der Kommunisten zurückzudrängen, wurden die Medien und der Staatsapparat nun benutzt, um Chubais Position zu schwächen. Berezovsky und Kosinski arbeiteten mit der Staatssicherheit zusammen. Die Situation war lächerlich. Ich ging meiner Arbeit nach, während mein Kollege im Innenministerium eine Besprechung abhielt, in der es um die kriminalistischen Ermittlungen gegen mich ging. Jeden Abend übermittelte Berezovsky die neuesten Informationen. Der Minister hatte die Aufgaben verteilt, Spurensuche, Verhöre, Überwachung und so weiter. Und Berezovsky die gesammelten Daten dann übergeben. Abends sah ich dann im Fernsehen die neuesten Informationen über meine eigenen Telefonate und Besprechungen während des Tages, die der Innenminister direkt an Berezovsky weitergegeben hatte. Die Medien wurden dazu benutzt, den Ruf des politischen Gegners zu zerstören. Dafür brauchte man neuartige Waffen. In diesem Kalender sind verschiedene Politiker in allen möglichen kompromittierenden Positionen abgebildet. Koržakov, Chubais. Dieses Flugblatt wurde für Politiker produziert, die meinen, man kann einen Gegner am besten beschädigen, wenn man belastendes Material gegen ihn verbreitet. Hier ist eine Liste von Dienstleistungen, darunter die Herstellung von offiziellen Dokumenten, Publikationen in der ausländischen Presse, Fotomontagen, Bild- und Tondokumenten. Ich nahm am Informationskrieg gegen Chubais und seine Mitstreiter teil. Wie Sie wissen, haben wir gewonnen. Как вы знаете, эта война была выиграна. Chubais Versuch, zwischen den Interessen der russischen Wirtschaft und denen einzelner Unternehmer zu vermitteln, war fehlgeschlagen. Musste gehen. Während dieser ganzen Auseinandersetzungen zwischen den Oligarchen und der Regierung kam die Industrieproduktion praktisch zum Stillstand. Dem Staat ging das Geld aus. Im August 1998 gab die Regierung bekannt, dass sie ihre Schulden nicht mehr tilgen könne und Russland zahlungsunfähig sei. Die Banken weigerten sich, den Anlegern ihr Geld zurückzugeben. Die Russen hatten ein weiteres Mal ihre Ersparnisse verloren. Ich kann mich noch an jeden einzelnen Tag erinnern.
Das war die tragischste Zeit meines Lebens. Ich spürte, dass etwas passieren würde und schrieb einen Brief an den Präsidenten. Es war ein echter Verzweiflungsschrei. Ich erinnere mich gut. Der Büroleiter rief mich an und sagte, dass Jelzin mich am 17. erwarten würde, ohne zeitliche Begrenzung. Der 17. war ein Montag. An dem Morgen kam ich ins Büro und fragte, wann kann ich Jelzin sehen? Die Antwort lautete, das brauchen Sie nicht. Wir haben in der Nacht zusammengesessen und alles geregelt. Die Politik war wie ein Schiff ohne Kapitän. Alle paar Monate erschien ein neuer Premierminister und verschwand wieder. Der nächste war Igor Primakow, ein ehemaliger Apparatschik aus dem Geheimdienst. Diesmal schlug das Pendel in die andere Richtung aus, gegen die Oligarchen. Boris Berezowski geriet in die Schusslinie und gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er war derjenige der Oligarchen, der Jelzin am nächsten stand. Es war schwer, ihm beizukommen. Ich veranlasste die Ermittlungen. Es ging um die Veruntreuung von Aeroflot-Geldern, die auf den Konten seiner Firma gesammelt und außer Landes geschafft worden waren. Ermittlungen, Durchsuchungsbefehle, Beschlagnahmung von Dokumenten. So sah der neue Stil der Regierung aus. Boris Berezowski floh nach Frankreich. Und dann, welch außerordentlicher Zufall. Das russische Fernsehen sendet diesen Beitrag mit folgendem Kommentar. Eine Person, die große Ähnlichkeit mit dem Generalstaatsanwalt hat. Die Verbindung zwischen Berezowski und dieser Aktion ist unbestritten. Ich weiß von Telefonaten, in denen er sagte, noch zwei Tage und Skuratov ist verschwunden. Berezowski erlebte eine triumphale Rückkehr aus dem Ausland. Und wenig später musste Skuratov gehen. Nach meiner Entlassung wurden die Untersuchungen eingestellt, auf Druck der Familie aus dem Kreml. Kurz nach seiner Rückkehr wurde Boris Berezowski ins Parlament gewählt. Das war der perfekte Schutz gegen mögliche Angriffe der Justiz. Außerdem verschaffte es Berezowski eine hervorragende Ausgangsposition, um Jelzins Nachfolge vorzubereiten. Er unterstützte die Ernennung eines jungen Premierministers, Wladimir Putin, eines ehemaligen KGB-Offiziers, der bisher gänzlich unbekannt war. Würde der neue Premierminister nur eine Marionette der Oligarchen sein? Putin überraschte alle, weil er es schaffte, vom erneuten Ausbruch des Tschetschenienkrieges zu profitieren. In ganz Russland wurden Wohnhäuser in die Luft gesprengt. Putin gab tschetschenischen Terroristen die Schuld an den Attentaten. Wir werden die Terroristen vernichten, versprach er. Wir zerschmettern ihnen den Schädel. Putins Popularität erlebte einen ungeahnten Höhenflug. Russland hatte einen neuen Führer. Jetzt konnte Boris Jelzin abtreten. Am Silvesterabend des Jahres 1999 erklärte er offiziell seinen Rücktritt. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Der Präsident ging. Ein neuer musste gewählt werden. Действительно, я был одним из тех, кто... Ich war einer von denen, die Putin zugeredet haben, für das Amt zu kandidieren. Das stimmt. Предлагал. Путину принять решение стать президентом России. Это так. Не только я, но я лично. Ich war es nicht allein, aber ich habe es getan. Putin strebte nicht nach der Macht. Es war nicht leicht für ihn, diese Entscheidung zu treffen. Er hat sich erst entschlossen, nachdem Präsident Jelzin ihn gebeten hatte. Präsident Jelzin. Я рад, что мои прогнозы. Мое предложение, его согласие баллотироваться президенты Российской Федерации на выборах 4
июня 2000 года осуществляется успешно. Nach Jelzins peinlichen Auftritten der letzten Jahre sorgte Wladimir Putin dafür, dass er selbst jung und energiegeladen wirkte. Er wollte sich als echter Landesvater präsentieren, mitreißend und besonnen zugleich. März 2000. Putin setzte sich bereits im ersten Wahlgang durch. Die Zeremonie zur Amtseinführung des neuen Präsidenten war sorgfältig für die Fernsehkameras inszeniert. Клянусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Würde sich die Geschichte wiederholen? Es hatte den Anschein. Putin lud die Oligarchen in den Kreml ein, wie Jelzin vor ihm. Doch dieses Mal bekamen sie vor laufenden Kameras zu hören, dass von nun an ein anderer Wind wehen würde. Вообще должен сказать, что иногда у нас очень трудно понять, где заканчивается бизнес, а где начинается государство. И где заканчивается государство, а начинается бизнес. Когда начали Путина диктовать это, als sie versuchten, Putin Vorschriften zu machen nach dem Motto, wir haben dich an die Macht gebracht, da sagte er, Leute, vergesst, was gestern war. Was ihr habt, könnt ihr behalten. Arbeitet und zahlt eure Steuern. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Ich persönlich denke nicht, dass Putin schlecht für Russland ist. Dadurch, dass Putin an die Macht kam, wurde die staatliche Autorität gestärkt und die Trennung zwischen Wirtschaft und Politik vollzogen. Wenige Monate später verlangte Putin den sofortigen Ausgleich aller Konten. Das halbstaatliche Unternehmen Gazprom, das Gusinskis Fernsehsender NTV jahrelang Kredite gewährt hatte, forderte plötzlich die vollständige Rückzahlung aller Schulden. Offensichtlich schätzte Putin die kritische Berichterstattung des Senders über den Tschetschenienkrieg ebenso wenig wie Jelzin einige Jahre zuvor. Das Problem war ein persönlicher Konflikt zwischen Gusinski und Putin. Eine tiefe Abneigung. Gusinski hütete seine Zunge nicht. Er verkündete, Putin sei ein Kriegsverbrecher, der Bomben auf Tschetschenien warf. Natürlich kann ein Präsident niemanden neben sich dulden, der ihn einen Kriegsverbrecher nennt. Plötzlich fand sich der mächtige Gusinski hinter Gittern wieder. Nicht für lange. Nachdem er eine Erklärung unterschrieben hatte, seine Anteile abzutreten, wurde er entlassen. Anschließend floh er nach Spanien. Als Putin Präsident wurde und ich ihn wegen einer Reihe von Entscheidungen, die er getroffen hatte, angriff, betrachtete er das als persönlichen Verrat. Er berief sich darauf, dass ich selbst ihn gebeten hätte, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Ich konnte nur sagen, dass ich das nicht getan hatte, weil er so schöne Augen hat, sondern weil ich dachte, dass wir die gleichen Ideen teilen würden. Doch nach dieser Unterredung entschied Putin, dass ich meine Anteile unverzüglich an den Staat zurückgeben müsste. Ich weigerte mich, das freiwillig zu tun. Ob Berezovsky wollte oder nicht, er musste seine Anteile abtreten. Seit 2001 lebt er in London im Exil. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eröffnet. Борис Березовский, это кто? Это... Он что, мы все время говорили, что он бывший секретарь Совета Безопасности, потом бывший кто-то еще. Сейчас он бывший кто? Я Бориса Абрамовича знаю давно. Он неуемный и неугомонный человек. Он всегда кого-то назначает и кого-то свергает. Путин hat mich nicht fallen lassen, ich habe ihn fallen lassen. Das ist mir sehr wichtig. Es war meine bewusste Entscheidung. Мой парень снова влип в дурные дела.
подрался, наглотался какой-то мути. Он так меня достал, и я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин. Putin hat allen unabhängigen Menschen den Krieg erklärt, egal wem, Politiker, Journalisten oder Geschäftsleute. Das Vorgehen ist klar. Erst rückt man den Politikern zu Leibe, dann den Journalisten, dann den Medien. Und am Schluss bemächtigt man sich des unabhängigen Kapitals. Denn man kann sich keine Machtpyramide errichten, wenn man die Politiker und die Medien kontrolliert, aber nicht das Geld. Die Partei des Präsidenten gewann 2003 die Mehrheit der Parlamentssitze. Im Jahr 2004 war das Regime total autoritär. Es regelte die Dinge vollkommen nach seinem Gutdünken. Es gab kein Parlament, keine Medien, keine Politiker, keine unabhängigen Geschäftsleute. Alles lief so, wie er es wollte. Ein Chef und die Wettervorhersage. War dies das Ende der Oligarchen? Heute entscheiden staatliche Autoritäten, wer die Beutestücke bekommt, die andere Oligarchen abtreten müssen. Der ehemalige Juniorpartner von Tschernoi, Oleg Deripaska, gebietet heute über dessen Anteile an der russischen Aluminiumproduktion. Für die Leute, die in dem Geschäft geblieben sind, bin ich überflüssig. Sie sind an die Spitze gekommen. Ich bin bloß Ballast für sie. Deshalb habe ich mich entschieden zu gehen. Ich habe nicht nur das Aluminiumgeschäft verlassen, sondern auch alle anderen Geschäftsfelder, auf denen ich tätig war. Den Energiesektor, die Metallindustrie, die Maschinenbauindustrie. Es bleibt nur noch, meine Konten zu regeln. Ich habe Deripaska meine Anteile verkauft. Ich hoffe, dieses Jahr werden die Konten vollständig ausgeglichen. Dann kann ich sagen, dass ich nicht länger in diesem Geschäft bin. Gusinski, Berezovsky, Tschernoi und andere Oligarchen waren nun aus Russland vertrieben. Doch einer war noch da. Jung, voller Energie, ehrgeizig. Mit einem Wort ein potenzieller Rivale für Putin. Im Kreml fingen sie an, Chodorkowskis Geld zu zählen. Sie fanden heraus, dass der junge Mann, er war noch keine 40, 15 Milliarden Dollar in der Tasche hatte. Zudem hatte er erklärt, er wolle sich in ein paar Jahren aus dem Geschäft zurückziehen. Sie malten sich aus, was ein Mensch mit seinen Ressourcen, in seinem Alter, mit seiner Erfahrung und seinem Ehrgeiz dann wohl tun könnte. Er könnte sich alles kaufen. Das Parlament, die Generalstaatsanwaltschaft, das Zollamt. Mit diesem Geld könnte er tun, was er wollte. Da bekamen sie einen gewaltigen Schreck. Zuerst wurde Mikhail Chodorkowski eine Lektion erteilt, in aller Öffentlichkeit, vor laufenden Fernsehkameras. Может быть, именно поэтому в налоговую академию 4-5 человек идут. Понимаете? Вот поэтому я возвращаю вам вашу шайбу. Так? И думаю, что правильно, вот все-таки Михаил Борисович сказал, что, наверное, и бизнес-сообщество приняло участие в создании ситуации, в которой мы сегодня находимся. Но самое главное в другом, что нужно... Все мы понимаем сегодня, да, что это мешает уже. Это мешает развитию страны и развитию бизнеса. Und dann, nachdem er bei abgeschalteter Kamera den dringenden Rat erhalten hatte, das Land zu verlassen, wurde Chodorkowski verhaftet.
unter den gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie gefährliche Terroristen. Er wurde ins Gefängnis gesteckt. Das sollte ganz Russland als Warnung dienen. Ich wurde auch schon vom Staat beraubt. In dieser Hinsicht ist die Yukos-Affäre nichts Neues. Außer, dass es sich um das größte und bekannteste Unternehmen handelt und sein Eigentümer einfach ins Gefängnis geworfen wurde. Was halten Sie von der Affäre, Chodorkowski? Nichts. Die sollen das regeln. Kein Kommentar. Für manch andere war Michail Chodorkowskis Fall ein Hinweis darauf, dass der alte autoritäre Staat zurückgekehrt war. Ninchka, спасибо большое. Очень рад, что вы обо мне помните, не забыли. Миша, огромнейший привет. И скажите ему, что я думаю, уже достаточно скоро все произойдет, поскольку как только вот это удастся все-таки сделать то, что мы хотели сделать вполне демократическим путем через либеральную Россию. К сожалению, путь будет другой, но Миша будет на свободе. Wer nicht arbeitet, der hat etwas zu essen, steht auf den Transparenten. Die Oligarchen haben sich Russlands einige Jahre lang bemächtigt. Nun werden sie von Russland verstoßen. Kann Reichtum nicht ohne Armut existieren? Welche Zukunftschance hat die noch junge Demokratie? Дамы и господа, перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Я прощаюсь с вами, сограждане, благодарю вас за то, что вы пришли. Некоторые из вас были мне очень дороги. Меня очень удивляет, что меня предали самые близкие люди. И у каждого из них были на то свои обстоятельства. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Меня погубило роковое стечение обстоятельств. Ну что ж, я гибну. Ha, 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 ha.